Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge von Anno 1800 auf meinem Kanal. Schön, hast du heute wieder eingeschaltet. Und wir spielen weiter. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, bevor wir loslegen. Also sieht mir wirklich sehr schön aus. Schade ist die Maus nicht invertiert oder so. Am nächsten Dienstag, da sehen wir, man kann sogar Umkreisungen sehen, irgendwie, wie das gekommen ist. Auf jeden Fall. Am nächsten Dienstag mache ich meinen 1000-Abo-Stream. Wir haben was zu feiern. Wir haben schon bald die 1000 erreicht. Wir stehen kurz bevor. Wenn du noch nicht Abonnent bist auf dem Kanal, würde es mich natürlich freuen, wenn du in einen Abonnenten werden würdest. Oder so, wie man es auch immer sagt. Es wäre mir ein persönliches Anliegen, wenn wir da noch ein bisschen näher kommen an die 1000. Und deshalb werde ich dieses Wochenende mal ein bisschen Werbung machen. Ihr wisst ja, sonst mache ich das eher selten bis gar nicht. Und deshalb sollte man es mal wieder sagen. So. Erwartet jetzt aber auch nicht, dass es jetzt hier das Alltagsthema wird. So, ich habe das Spiel sowieso angehalten. Ich dachte gerade, es ist abgestürzt. Aber naja. So. Ihnen mangelt es an Fruchtbarkeit. Über dieses Menü können Sie ganz leicht Handelsrouten einrichten, um Waren automatisch zwischen zwei Inseln zu transportieren. Leider habe ich nur eine Insel. Das war... Ach so, wir können auch... Wir können auch mit dem Ellie handeln oder... Mit dem Sir können wir handeln. Mit ihm können wir nicht handeln. Okay. So, ich mache noch eine Handelsroute. Jetzt kann ich da Schiffe hinzufügen. Wir haben ja das Flaggschiff, das soll zu Hause bleiben. Wir haben ein paar Schoner. So, zwei Frachtplätze. Zwei Frachtplätze ist natürlich nicht viel. Aber komm, machen wir mal das. Wir können auch zwei hinzufügen, tatsächlich. Dann sind sie natürlich ein besseres Ziel. Ich nenne es einfach mal neue Route. So, von da. Zu ihm rüber. So. Genau. Werden Waren über Bord geworfen? Ne, möchte ich nicht aktivieren. Gut. So. Ich habe die hinzugefügt. Annehmen. Und jetzt gibt es schon ein großes Problem, oder wie? Es wird nichts transportiert. Ach so. Hier, laden und entladen. Also, was möchte ich laden? Was haben wir zu viel? Ich denke, aktuell haben wir... Wolle, zu viel. So, 50 Wolle und 50 Fisch. Ah ja, wir haben ja mehr Platz. So, was möchte er denn haben? Ah, ich kann sie auch entladen bei ihm. Okay, klappt auch. 50 ist halt schon sehr viel, gerade so für den Anfang. Vor allem, wenn die das dann immer verkaufen. So, dann lasse ich doch das mal so. Und löscht den weg. So. Also ich kann hier schon auch noch die Menge wählen, aber es lohnt sich ja nur so. Oder ja, komm. Wir gehen mal auf die halbe Menge. So. Denn wenn der so oft fährt, dann haben wir dann selbst nichts mehr. Also wir müssen es gut im Auge behalten, annehmen. So. Und jetzt sollte der dann da losfahren. Oder da. Am Hafen was einladen, nehme ich an. Das königliche Prunkstück. Ah ne, das ist nicht unsere eigene, oder wie? Neue Befehle? Da, die hat Hittig, genau die ist es. Ah, dann zeigt es einem das hier auch an. Ah, okay. Sein Schiff ist wahrscheinlich auch so eins. So, jetzt lädt er hier ein. Er müsste jetzt was einladen, genau. Und fährt dann rüber. Sehr schön. Also wenn er dann geladen hat. So, unsere Bevölkerung ist in Aufruhr. Wir brauchen eine Polizei. Wo haben wir die Feuerwache? Hier. Dann könnte ich die hier oben bauen.
Da kommt die auch fast überall hin. So, bauen wir doch die mal da. Und jetzt werden Polizisten ausgebildet. Wenn ich, das hatten wir damals bei der Feuerwehr. Denn wenn man sie dann braucht, dann ist es natürlich zu spät. So, ich habe mal bei den Segeln verzichtet darauf, die zu verkaufen. Weil wir die gleich brauchen hier. Ah, wir können jetzt bereits das Kanonenboot bauen. Das braucht schon 20 Segel und 7 Kanonen. Aber dafür müssen wir hier erstmal die Fabrik einrichten. Das war hier die Kanonengießerei. Und die braucht diese 8 Stahl. Bisher haben wir 6 Stahl. Also lassen wir doch da die Zeit mal vergehen. Bei den Arbeitern müssen wir auch noch schauen. Alles im Namen Ihrer Majestät. Er weiß unseren Handel zu schätzen. Das ist schön. Ich hoffe, er kauft uns da auch was ab. Dass wir da auch ein bisschen Gewinn machen. Wer weiß. So, die Kosten sind gerade sehr hoch. An Arbeitskraft. Dass es an Arbeit und mangelt, weiß ich. So, jetzt können wir sie aufbauen. Super. Ich ertappe mich dabei, zu dir aufzusehen, wie es jüngere Geschwister oft tun. So, also wir brauchen 4 Stahl und dann wird da eine Kanone gefertigt. Braucht wiederum Arbeiter. So, ich hoffe, er bringt da auch. Ich habe zwar nicht eingestellt, was wir einkaufen, nämlich nix. Das ist natürlich toll. Neue Befehle? So, jetzt lädt er schon wieder, ihr seht. Und da müssen wir halt aufpassen, dass wir so viel produzieren mögen. Weil hier, wir haben jetzt keinen Fisch mehr. Oder fast keinen mehr. Und Wolle haben wir auch keine mehr. Also das müssen wir im Auge behalten da. Okay. Dann würden wir doch mal... Ah, ich kann erst, wenn ich die 7 Kanonen habe. Okay. Wenn wir aber schon beim Hafen wieder sind. Pflicht erfüllt. Zeit für ein Nickerchen. Ja, aber es kommt das nicht jedes Mal, oder? So. Spielstand gespeichert. Okay, also danach schauen wir schnell wegen den Arbeitern. Ich wollte nur schnell hier, das ist die Handelskammer. Da ist der Hafen. Geschützstellung, hier. Die kostet uns 5 Kanonen. Weil ich habe das nur... Ich habe mir ein kurzes Video angeschaut und das soll anscheinend auch sehr wichtig sein, dass wir die hier um den Hafen herum platzieren. Wenn uns Schiffe angreifen, können wir mit denen verteidigen. Auch einen Kanonenturm. Die muss man nicht unbedingt am Gebäude anschließen. So, das Depot haben wir aber auch noch nicht. Das kostet ja nur Bricks. Das könnten wir mal hier hinbauen. So. Erhöht die Lagerkapazität auf der Insel sogar. Oh ja, jetzt können wir 100 lagern. Und der Redakteur kündigt etwas an. Sieh an, der Idiot ist zurück. Oh, gütiger, ich habe sie für den Fotografen gehalten. So, das gibt nichts. Aber wir können noch was verändern. Steigert die Zufriedenheit in ihrer Bevölkerung. Ich würde wiederum auf die Einnahmen setzen. Ich schweige wie ein Grab. Und hier könnten wir vielleicht auch noch sowas reintun. Kaum mehr als eine kleine Notlüge. Sind halt auch Bearbeitungskosten, aber komm. Alles im Namen Ihrer Majestät. So. Kann die Zeitung veröffentlicht werden. Zensur oder bloß Politur? Wer kann es schon sagen? Ja, kannst du ja selbst wissen. So. Einfluss Schriftsteller haben wir bekommen. Also, jetzt kann ich eigentlich die Häuser auch direkt bauen? Kann ich nicht. Sie haben an Einfluss gewonnen. Es mangelt an Arbeitskraft. Ich bin dran. Wir kommen da. So, und dann hier auch nochmals. Die sollten ja auch noch alles erreichen. Gleich mal wieder alle Bretter brauchen, die ich habe. Da stimmt irgendwas. Doch, da stimmt alles. Ah, da ist... Wieder mal so ein Wrack im Weg. Mama, dürfen wir auf dem Acker spielen? So. Verlassene Häuser, wir müssen da noch mehr aufräumen.
Weil das gibt auch Ansehenspunkte. Also ja, da die Punkte, die wir gesehen haben. Seht ihr aber nicht mehr viel so. Ein Feuer ist ausgebrochen. Oh, da. Gleich über die Straße diagonal gespiegelt. Das ist klar. So, jetzt kommen sie hoffentlich schnell hier. So, und jetzt warten sie mich auch. Endlich kann ich mal diese Winde freisetzen. Sie warten mich auch. Ich soll Kanonentürme platzieren. Also wir müssen da was machen. Das ist gut soweit. Da gibt es ein bisschen Holz. Also ich denke, ein Angriff kommt bald. So, die Feuerwehr ist da. Die werden das löschen, ohne dass ich zuschaue. 3 von 7 Kanonen habe ich. Aber wenn ich halt hier jetzt das baue, dann brauche ich auch 10 Kanonen dafür. Und die für die Geschützstellung 5. Greift Gegner auf mittlere Reichweite an und verlangsamt sie auf kurze Distanz präzise. Richtet auf lange Distanz verheerenden Schaden an bei einer guten Rundumverteidigung. Also die ist eigentlich besser. Die würde mal auch erreichen für den Anfang. Wir haben 10 Stahlträger, also da muss jetzt was passieren und das liegt ja an den Arbeitern. Und ich habe jetzt gerade Siedlungen gebaut. Süß wie Honig. Das Problem ist, dass ich diese Häuser da nicht upgraden kann. Wir machen das besser. Weil ich zu wenig habe. So, die erreichen zum Glück noch alle Stellen da. Jedes Schiff braucht einsatzbereit. Die Flammen wurden gelöscht. So, Flammen wurden gelöscht. Ja, auf meiner Route gibt es Probleme. Wir helfen, wo wir können. Gespeichert. Weil wir kein Essen mehr haben da. Also die Route hat uns gerade. So, ich würde sagen. Können wir sie auch pausieren? Na gut, ich kann hier einfach das wegnehmen. Man kann hier auch noch sortieren nach verschiedenen Dingen. So, soll erstmal nichts mehr anliefern. Alles mit dem Siegel. Aber wir könnten ja was einkaufen. So, hat es nicht mal gespeichert. Ja, aber außer den Nähmaschinen, Stahlträger könnten wir kaufen. Ah ne, wir wollen nicht. Doch, entladen. Stahlträger, so. So. Soll er da Stahlträger kaufen? Ja, mit denen kommen wir dann ein bisschen besser voran. Aber nicht zu viele, also schon noch genug. Okay, ich lasse die Zeit ein bisschen vergehen, dass wir da. Dass es da vorwärts geht und würde hier gleich nochmals Bauernhäuser hinbauen. So, zum Beispiel. Und diese Parks, so kann man auch noch. Alles im Namen Ihrer Majestät. Die Feuerwache kommt nicht mehr nach da oben, also wir müssen langsam aufpassen da. Arbeitskraft. Dann hatten wir doch hier diese Parks gehabt, der große Brunnen. So, ich habe den immer oberhalb gesetzt. Den Spruch habe ich gerade eben gehört. So, da und da. Und dann was Grünes. Ah, etwas ohne Bäume ist auch nicht schlimm. Es reicht. Ein königlicher Handel. So. Jetzt haben wir da die ersten Stahlträger bekommen. Jetzt würde ich da auch sagen, tschüss. Gut. Das Schiff kann wieder zurückkehren. Das ist das da, genau. Und kann die Stahlträger hier. Steuermann! Ah, muss ich selbst machen jetzt. So. Gut. Koordinaten gesetzt.
Ja, ich mache ja schon Kanonen. Also, die will unbedingt da, dass wir da Kanonen hinsetzen. Und ich habe immer noch nicht. Oder habe ich jetzt? Ich kann ja hier schauen, wie viele Kanonen wir haben. 9. Ich frage mich eben, soll ich nicht zuerst hier das Schiff bauen? Komm, wir bauen mal das Schiff. Das hat Segel gekostet, Holz und Kanonen. Die nächsten Kanonen werden wir dann brauchen, um uns da zu verteidigen. So wäre der Plan. Die Frage ist halt, holt er gerade unser Kanonenboot ab? Das wäre dann nicht so toll. Was ist hier oben? Keine Arbeiter. Also wir haben gut Bauern, aber wir kriegen nicht die höhere Stufe. Weil wir da eine schlechte Versorgung haben zum Beispiel. Wir haben zum Beispiel auch keine Seife. Schule auch nicht, aber ich glaube, das gibt es da noch nicht. Ja, Schule ist noch gesperrt. Dafür brauchen wir mehr Arbeiter. So, wie sieht es denn mit der Seifenproduktion aus? Schweinezucht, Wassermeisterei und Siederei. Hier ist Wolle. Schweine sind da oben gewesen. Da. Sieht beschäftigt aus. Da kommt jemand. So, hier ist ja die Schweinezucht. Und die Frage ist halt, haben wir was über? Nein, haben wir nicht. Also würde ich eine neue Schweinezucht aufbauen. Vielleicht hier so entlang und noch eine Straße hochziehen. Spielstand gespeichert. Bei der ist aber immer recht schwer. Die könnten wir aber auch hier unten am Fluss entlang. So. 5 Felder. So zum Beispiel. Also Schweinezucht. Dann das dahin. Wird die da hinsetzen und das dann hier in die Ecke. Und dann da eine Straße hochziehen. Gut, das sollte ja reichen, um hier das Haus zu besuchen, oder? Wenn da nicht Arbeiter fehlen würden, das ist das einzige Problem. Aber ansonsten sollte es da funktionieren. Was haben wir für Warnungen? Arbeitskräfte, ja, kenne ich. So viele Mitteilungen, Zeitungen. Wir können das Archiv der Zeitung anschauen. So, mit der Seife sollte da die Zufriedenheit ansteigen. Was ist denn mit der Kleidung los? Kleidung haben wir keine. Da ist die Weberei. So. Und ich würde mal für die da ein bisschen... Na gut, haben wir nicht genug gehabt. Ich denke, ich muss nur die Weberei ein bisschen hochpimpen. So zum Beispiel. Zuletzt war es ja... Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. In Beryl O'Mara. Aha. Gut, da sind wir... Kann ich da drauf schauen, wenn ich da so schaue? Anscheinend nicht. So, gehen wir wieder rein. Auch das habe ich noch nicht ganz verstanden. So, Schnapsbrennerei ist auch immer noch oben. Holz haben wir voll. Ja, Holz ist tatsächlich voll. Schnaps ist auch überhaupt nicht voll. Ich fange an, mich zu fragen, ob sie die Dinge nicht ändern könnten. Ich bin ja dran. Kein Stress. Besser geht immer. Aber der Unmut ist da. Also die Kleidung fehlt und deshalb können wir nichts upgraden. So. Dann bauen wir doch einfach. Es ist jetzt auch keine Wolle mehr da. Okay, das war auch ein bisschen mein Versehen. Dann baue ich doch da nochmals einen Schafstall hin. Ja, wenn man den noch findet. Hier.
Ein letzter Blick. So. Neben all den anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. So, ich will jetzt ein Negative. Das Land kann nur bestellt werden, wenn es auch genug Felder gibt. Lege sie an. Ich würde wieder das Konsumverhalten reinmachen. Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Und einfach sowas. Der Subtext ist mit bloßem Auge ja kaum. Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. So, jetzt haben wir hier nochmals Einfluss verloren. Haben wir hier ein Handelshaus? Ja, das reicht, die Strecke. Gut. Also, bessere Wollproduktion. Und wir könnten da auch mal die Straße noch zusammenführen hier. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Genau. Dann sollte jetzt die Weberei besser funktionieren und wir sollten mehr Kleidung erhalten. Was dann die Häuser schlussendlich upgraden lässt. So, der Markt ist hier auch nicht ganz so gut versorgt. Also ja, man ist da eigentlich schon noch versorgt. Es muss auch nicht jeder versorgt sein. Ganz ehrlich. Naja, also wir haben einige Probleme. Das Kriegsschiff ist aber im Bau. Es fehlen die Arbeiter. Was ein Wunder. Jetzt kann ich hier den machen. Und dann kommen die Arbeiter, dann werden die bei anderen abgelöst. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn dieses Schiff fertig wird. Bis dahin, tschüss!